ist aus Ängste verbunden, was den Staat und das gesplitterte Unternehmen mit der Firma AEG. Es gab zwar Vorläufer, das Vorläufer, wenn man das kennt, und dabei wollen wir nicht zurückgreifen. Auf jeden Fall war die AEG die erste Firma, die ernsthaft die Tonbandgerätetechnik in eine verwirklichbare Form gebracht hat. Aber nicht ohne die Bandchemie, die von der Firma BSF imstande war, eingesteuert zu werden. Also wenn man jetzt die Vorstellung redet, muss man nicht von der AEG nur reden, sondern auch von der BSF. Schon verrückt. Das erste Tonbandgerät hieß K1. Von den Dingen gibt es keins mehr, obwohl man es behaupten wollte, aber es gibt keins mehr, weil da die Funkerstellungen zum Beispiel nicht mehr verwandt sind. Und aus der Bank, die sind ganz wahrscheinlich wollen wir jetzt nicht mehr. Es gibt Bilder, aber keine Geräte mehr. Das Gerät, was hier auf der Bühne steht und fast runterfällt, ist eins, was in dieser Nomenklatur eigentlich unter K4 zu finden wäre, aber das K4 sieht ein bisschen anders aus. Und dies hier war eine Variante, die Reichsrundfunkgesellschaft in den Studios einsetzen wollte. Die Reichsrundfunkgesellschaft hat sehr viel politischen Druck gemacht auf die AEG nach dem Motto, mal in die Pötte, also Volksmund zu verändern. Und über der Linie ist ein Gerät entstanden, das hieß R22, Raumbild bezeichnet R22, bei der AG nennt man das HTS, und alle Insider streiten sich heute, dass man dieses HTS für einen Abkürzen ist. Das ist aber auch egal. Dieses Gerät hat 83 cm pro Sekunde, das heißt, wenn das läuft, da tut sich was. Ne? Also da rotiert es sozusagen. Ne? Wir kommen später zu mehr Sachen. Und das ist relativ schnell, durch eine formelle Kasino gesetzt worden. Also in der Zeit war eine ganz große Erhöhungsrate zu verzeichnen. Was soll man dazu sagen? Ein Kopfträger, der hier Abnehmer ist, der kann das in der Liste jetzt. Man redet übrigens von Tonbandmaschinen. Kann man verstehen. Maschinen. Also da ist ein Motor, den man auch in Waschmaschinen kann. Aufnahme, Wiedergabekopf und wir freilegen den ersten Löschkopf. Jetzt ist das aber ein Problem. In dieser Zeit, was ich nicht sagen, oder? Ja, das ist ein Fachname. Ja, in dieser Zeit wusste man noch nichts von Hochfrequenz, wo man Digitalisierung noch später ist. Erkenntnis kam, sondern der Arbeitsgrund des Bandes wurde eigentlich Gleichstrom, also eine sogenannte Gleichstromformatetisierung. Die Qualität dieser Aufnahme, die war so, das hat die Zeit dann mal dankenswerterweise so im Nachhinein beschrieben, das hörte sich an, als wenn während der Aufnahme im Nebenraum fließendes Wasser in eine Badewanne laufen würde. Mit etwas Fantasie. Ne? Das rauschte einfach. Ne? Aber das war systembedingt. Und trotzdem hat die Reichsrundfunkgesellschaft höchstes Interesse, warum wir gehabt haben, weil da war im Gegensatz zu den Schallfolien und dem Schellack und so weiter, da war die Möglichkeit der Aufnahmemanipulation, der Aufnahmebearbeitung, also Schnitt, Leben und so weiter. Das war nur mit Tonbandgeräten. Und da waren die natürlich studienmäßig höchst interessiert. Und dann war diese Qualität im Hintergrund durch diese Rauscherei war als sekundär zu bezeichnen. Aber die Geschichte änderte sich dann, nämlich im Laufe dieser fieberhaften Entwicklung ist es den Physikern plötzlich ist durch einen Zufall gelungen, eine sprunghafte Verbesserung zu erreichen. Da hat nämlich ein Verstärker, ein Aufnahmeverstärker, der ganzen Versuche, die denn da gemacht wurden, der fing an zu schwingen, das war sozusagen eine Selbsterregung, wer es nicht weiß. Und dieses Schwingen hat dazu geführt, dass die Aufnahme mit einer überlagerten Hochfrequenz auf das Band gespielt wurde. Und das hat plötzlich einen Qualitätssprung von 10 dB, sage ich für heute, einen Qualitätssprung gemacht, der praktisch hörbar
dazu geführt hat, das Wasserrauschen war verschwunden. Nur die Hochwindsbrücke. Sie wussten nicht warum, aber sie haben es genutzt. Und das war sozusagen, was den Erfolg des Pumpwandes anging, eine sprunghafte Veränderung durch diese Qualität. Da war auch die Qualität von Schallgarten plötzlich die Nebensache. Aber das war, wie gesagt, achso, jetzt habe ich das Allerwichtigste vergessen. Zu der Zeit gab es ja die Hochfrequenz, vor meinem Leben nicht. Dem haben wir den Kopf abgebaut und da habe ich gesagt, das ist der Löschkopf, der arbeitet jetzt mit Hochfrequenz. Ja, was ist denn? Die sind nachträglich umgerüstet worden. Das heißt, die Geräte waren so wichtig und so begehrt und so begehrt, dass die Geräte nachträglich umgerüstet wurden. Und die Krönung der Geschichte ist, leider habe ich das Heft jetzt nicht gelagert, da gab es nach dem Krieg eine Firma, die es vollmacht. Und die hat die ganzen alten Maschinen in den letzten Kriegswirren sozusagen gesichert und eingesammelt und hat die in der Nachkriegszeit, in den 1950, um 1950 herum, qualitätsmäßig hochgerüstet. Das heißt, die Maschinentechnik ist ausgeliehen, die Chassis und die Maschinen eingebaut und Kleinigkeiten. Also konnte man diese Maschinen mit dieser Basiskonstruktion in den 50er Jahren von der Firma vorne machen, die dann später natürlich sich auch entsprechend qualitätsmäßig verbessert haben. Schade, ich hätte uns gerne das Schiedsrichter als Captain Hilton. Gut, jetzt kommt ein Gerät und da muss man sich festhalten. Ich vergreife gerne mal ein bisschen, aber es ist wirklich jetzt nicht übertrieben. Das ist ein sogenannter Tonstreifen. Das war nichts anderes für die Wehrmacht, das kann man ja lernen, nicht für die Wehrmacht anders. Das war ein Gerät zur Feindabhörung im Rundfunk. War wichtig. Antwort. Alfons, bist näher ans Mikro? Ja, ja. Oh, nee, dann nimm's mal ganz weg. Vielleicht geht es so, dass wir es hören. Nimm's mal ganz weg. Soll's mal ganz wegnehmen? Ja. Bisschen lauter sprechen und dann. Ja, das ist besser so. Dann beschweren die sich im Saal. Gut, also zum Feind abhören. Da gab es aber Schwierigkeiten, dass man plötzlich. Das kann man nicht verstehen. So, lass uns doch mal langsamer laufen. Das Langsamlaufen führte aber zu einer Tonhöhenveränderung. Da war auch nichts mehr zu hören. Also das Langsamlaufen, um es besser zu hören, war kein Hilfe. So, und da kamen die Ingenieure bei der AEG auf die Idee, eine bestimmte Tonfolge zu stückeln. Das heißt, das Wort, ich habe mal einfach ein Wort gesagt, weniger. Da haben wir plötzlich gesagt, wenn wir das Wort www, nie, 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 ger, ger, ger produzieren, dann kann man es langsamer, aber mit der gleichen Tonhöhe. Das muss ich mir vorstellen. Die Tonhöhe ist die gleiche, Frequenz. Ne? Aber durch das Strecken, indem man das auseinandernimmt und mehrfach hintereinander setzt, kann man das besser hören als weniger. Www, nie, 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 ger, ger, ger. Ich habe es nie gehört, aber es ist so. Ne? Das war die Konstruktion dieses sogenannten Dehnerkopfes. Das heißt, die Wörter wurden gedehnt. Das Ding kann man rausziehen. Das besteht aus einem Vierfach, einer Anordnung mit vier Tonköpfen. Ah. Und die vier Tonköpfe werden als Vierfach Anzapfer des Tones sozusagen gewertet. Viermal und dann übereinander gesetzt. Ja, also man könnte auch sagen, Mensch, das habe ich doch schon mal gehört, Mensch, diese rotierenden Köpfe, das gibt es doch in der Videotechnik. Ne? Zwar für andere Zwecke, nämlich um die Videobandbreite zu erhöhen, aber man hat bei der Videotechnik sozusagen einen konstruktiven Rückgriff auf diesen rotierenden Tonkopf im Tonschreiber B gehabt. Ne? Immerhin. Ne? Also ich habe es selber noch nie gehört, aber die Fachliteratur sagt, das ist jetzt. Gut, Tonschreiber. Also hier. 35 Kilo, Zubehörkasten auch 35 Kilo. Die Menschen waren leidensfähiger damals. Gut. Dann gab es ein Gerät von der AEG, das hieß AB38. Das ist bedeutsam und das hat kein Mensch. Das kennt kein Mensch, weil es nur ganz wenige Stücke davon gab. Das war ein Konzept für ein Volkstonbandgerät. Also das für den gemeinen Mann. Erschwinglich und trotzdem mit den nötigen Leistungsmerkmalen.
Dann kam aber was ganz Böses, nämlich die Produktion in Berlin bei der AEG wurde eingestellt wegen der Teilung. Und dann hat man in Hannover neu angefangen. Und da wurde dann aber ein ganz neues Konstrukt, was hier leider keinen Platz hatte, nämlich das AW2. Das war dann etwas so semi-professionell, ein Koffer, der diese Ausmaße hat hier ungefähr. Hat dann aber auch keine recht lange Rolle gespielt, aber es war eigentlich der Nachfolger von dem ursprünglichen. Also nicht zu vergleichen mit diesen Maschinen, sondern ein eher volkstümliches Gerät. Ne? Aber das wurde abgelegt, es gab das AW2 im Koffer und als Schatulle und so weiter wurde gepflegt. Aber dann gab es wieder einen Technologiesprung und das mache ich jetzt, indem ich auch einen Sprung dahin mache, nämlich das KL15. Bei der ersten Führung, ich bin heute Morgen ein bisschen überlastet, war ich so verwirrt, dass ich KL1 gesagt habe. Da war Gott sei Dank der Kollege, der hat es gemerkt und hat einen Vierer hochgehoben. Also KL15 heißt es. Ne? Ja, das war sozusagen das erste Koffer-Tonbandgerät für den normalen Verbraucher, für den Tonbandfreund. Ne? Ich weiß nicht, wie ich sonst anders ausdrücken will. Das Besondere war der Verstärker im Deckel, ne, wäre auch was Besonderes. Wir Besitzer von diesen Geräten leiden darunter, dass der Deckel aus Pappe ist, ist ja okay, wegen Gewicht. Aber die Scharniere, die kommen mit der Pappe nicht zurecht. Und der Kollege, dem das gehört, der kennt das, wenn hier jemand scharf hinguckt, der sieht, da hat er da hinten eine Stütze drunter gemacht. Weil sonst, kann man sich vorstellen, die Pappe, die wird dann gequält, wenn das Gewicht von dem Verstärker da ist. Aber das war eben damals alles anders. Ja, und was ist denn das hier oben drauf? So ein Tonbandgerät. Aber hier sehe ich einen Plattenteller und einen Tonarm. Ja, das war in der Zeit so. Ne? Da hat die Firma AEG gesagt, wenn du das kaufst, kannst du auch Ass und Plattenspieler umsonst. Ne? Du brauchst nur den Teller. Hier war ein Diktathebel, der passt da nicht mehr, weil er auch für Diktatzwecke. Ne? Also ein Teller. Was ist denn das hier? Das ist Stroboskop natürlich. Ne? Stroboskop natürlich. Ja. Und hier, also was war das für eine Drehzahl? 78 natürlich. Ne? Es gab ja in der Zeit nichts anderes. Ah ja. Ja, und den zugehörigen Telefunken. So. Und kann man hier, da direkt dann auch überspielen aufs Band? Ja. Das war vorgesprochen. Hier ist übrigens eine Stütze, die habe ich vergessen mitzubringen. Der steht normalerweise so. Gut. Also, und hier ist was Besonderes. Da sieht man, es ist eine Handreichung für Lehrer. Was ist hier? Also da sieht man einen Lehrer im Klassenzimmer, vorne die Schüler, im Hintergrund die Europakarte. Also der Lehrer sieht ja aus wie 15 Jahren die Lehrer aussahen, ne? Mit der Weste und so. Ne? So ein richtiger Lehrer. Wie die sahen so aus. Ne? So, und jetzt wird dem Lehrer hier klar gemacht, du musst mit dem Tonbandgerät in der Klasse arbeiten, in der Unterrichtsvermittlung. Ne? Und das ist das KL15. Ne? Wenn Sie hingucken, da sehen Sie, das ist der hat neben sich das KL15. Ja, ja. Genau wie bei den Computern heutzutage gab es sie nur sporadisch. Ja, natürlich, da war ja auch die Hemmung, ne, gegenüber dem neuen Medium. Ne? Und der Preis. Ich weiß gar nicht, was hier draufsteht. Nee, steht nicht dabei, was hier kostet. Druckschriften sind billig, aber die Geräte zu beschaffen ist teuer. So, jetzt fällt der Vorhang bei der AEG und ein neuer Vorhang geht auf, der ist etwas theatralisch hier, nämlich die Firma Ihle. Das war eigentlich ein Kleinunternehmer, der auch mit vielen kundigen Leuten aus der Tonbandtechnik zusammengearbeitet hat, ich will dir alles erzählen. Auf jeden Fall saß der irgendwo in Oberfranken im Fichtelgebirge, wie hieß da noch, mein Schorgas, genau, im Fichtelgebirge und da hat der diese Tonbandmaschinen gebaut. Jetzt hatte die Firma AEG aber ein Patent auf die Andruckrolle. Ist das, die Andruckrolle ist die so, kennen Sie das? Stahlwelle, Gummirolle und dazwischen das Tonband. Nichts ist besser, um jetzt konstante Drehzahlen. So, die Firma AEG hatte ja das Patent auf die Andruckrolle. Dann hat der Max Ihle, der hat eine sogenannte Umschlingungstechnik angewendet. Und wenn Sie das hier sehen, ne, das Band läuft hier und läuft hier rum. Hier ist eine Gummirolle und wenn die Drehzahl verändert wurde, dann wurde hier umgespult, ne, wurde hier martialisch der Wechsel, nicht? Der Rollen. Aber das Band lief im Prinzip so, machte hier so eine, volkstümlich formuliert, so eine Art Ehrenrunde
Und das war dann die Möglichkeit, einen schlüssigen Kontakt, der die Tonhöhe ja beeinflusst hat, der Kontakt durfte ja kein Rutsch da sein. Wie heißt der Rutsch? Schlupf, Schlupf, Schlupf. Schlupf, jetzt habe ich es vergessen. Aber ich habe immer fachmännische Kollegen. Ja. Ne, da gibt es auch Messgeräte für, ne, die den Schlupf messen und so weiter. Also hier ist das, was ein Bandnutzer ja eigentlich sozusagen zum Alltag eines Bandnutzers gehört, nämlich der sogenannte Bandsalat. Der sollte ja mal auch demonstriert werden, behaupte ich einfach. Kalorienarm und gesund. Kann man mit Essig und Öl anbauen. Aber jetzt müssen Sie sich diese Maschine hier vorstellen. Das kann ja ein normaler Mensch, kann das Ding ja gar nicht nutzen. Wer hat denn eigentlich so früh dieses Band überhaupt? BASF. Habe ich das eben? Das, doch, das habe ich doch. Ich habe das nicht mitbekommen. Ach, haben Sie mitbekommen? Dann sage ich es ganz für Sie nochmal schnell. Die Firma AEG war der Pionier. Aber es wäre nicht möglich gewesen ohne die Bandchemie von der BASF. Die haben, der Herr Fleumer, der Vorversuche gemacht hat, 1930 war das, Anfang der 30er Jahre, der hat Papierband genommen und hatte da mit Leim und so, hatte da eisenfeilig Spähende drauf und so weiter, ganz abenteuerlich. Dann riss das und das war eine Katastrophe. Aber der hatte das Prinzip immerhin. Das war die BASF in Wolfen. Ja, ja. Ja, ja.